Ja, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich beeindruckend. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das hat unser Herz berührt und das ist so wunderbar, dass ihr das auch als Chor so hinbekommen habt, dass ihr nicht nur vorgesungen habt, sondern mit uns gesungen habt, sodass wir Jesus Christus anbeten konnten, unseren Gott und Herrn. Nach so einer Zeit jetzt eine Predigt zu halten, das ist eine Herausforderung, ne? Könnt ihr noch? Habt ihr noch ein bisschen Spannkraft? Gebt noch mal ein bisschen Brot für die Woche, für uns alle. Und zwar lese ich uns Matthäus 3, die Taufe von Jesus. Matthäus 3, einige Verse lasse ich aus, damit es etwas kürzer wird. Zu dieser Zeit trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Ändert euer Leben, denn das Himmelreich kommt jetzt zu den Menschen nahe. Dieser Johannes ist es, von dem es bei dem Propheten Jesaja heißt: Eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Die Menschen strömten zu ihm aus Jerusalem, aus Judäa und aus der ganzen Gegend am Jordan. Sie ließen sich von ihm im Fluss Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Johannes sagte: Ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten. Er sagte: Ich müsste eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete: Das müssen wir jetzt so tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihn. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da klang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Soweit einmal der Text aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus lässt sich taufen. Nun sagt man, das ist eigentlich ja nichts Ungewöhnliches. Jeder Christ lässt sich ja taufen. Taufe gehört ja zum Christsein dazu. Aber wenn wir uns die Sache noch ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass hier etwas sehr, sehr Ungewöhnliches geschieht. Warum? Nun, zunächst einmal müssen wir uns noch einmal mit der Person von Johannes dem Täufer beschäftigen. Johannes der Täufer wird in der Bibel vorgestellt als ein Wegbereiter für Jesus. Man muss sich das so vorstellen: Wenn eine ganz wichtige Person kommt, vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt, dann kommt ja nicht nur der Wagen mit dieser Person, sondern kommt meistens vorher auch noch eine Polizeistaffel, manchmal sogar so Polizeimotorräder und dann verschiedene Autos und irgendwann kommt dieses Hauptfahrzeug, wo diese ganz wichtige Person drin ist. Und so ist es hier auch mit Johannes, dem Täufer. Er ist sozusagen der Vorläufer, der vorher da ist, der ankündigt: Hier kommt jetzt eine wirklich ganz, ganz wichtige Person. Und als Christen glauben wir, dass es natürlich die wichtigste Person, die zentralste Person der Weltgeschichte ist. Jesus Christus kommt in diese Welt, der Sohn Gottes bei uns. Und deswegen gibt es einen Vorläufer, Johannes den Täufer. Johannes war ein Prophet, eigentlich so ein Prophet aus dem Alten Testament. Man könnte auch sagen, er war der letzte Prophet des Alten Testamentes, denn das ganze Alte Testament läuft ja auf Jesus Christus zu. Und er rief die Leute zur Buße, zur Umkehr. Er sagt: Ändert euer Leben. Das hatten auch schon die anderen Propheten so getan. Und Johannes der Täufer tut es hier auch. Er sagt: Ändert euer Leben. Und als Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen, dass sie wirklich neu mit Gott anfangen wollen, lässt er die Leute, tauft er die Menschen. Daher hat er ja auch seinen Namen, Johannes der Täufer. Und jeder, der sich dort taufen lässt im Jordan von Johannes, der sagt damit, drückt damit aus: Ich will ein besserer Mensch werden, ich will umkehren und etwas Neues in meinem Leben anfangen. Und hier steht nun, dass das viele Menschen waren, die da kamen, eine richtige Bußbewegung, kann man sagen. Die Leute strömten herbei. Und eines Tages, das dauert wohl etwas länger, das war nicht nur ein Tag, sondern es war eine ganze Bewegung, eines Tages kam eben auch Jesus dort vorbei. Und weil Johannes ein Prophet war, wusste er, dass das jetzt nicht einer von vielen ist, die sich da taufen lassen,
sondern dass dort wirklich der kommt, auf dem alles zuläuft. Jesus ist zwar ein Mensch aus Fleisch und Blut, ja, die waren ja beiden waren ja sogar verwandt, wie wir wissen, aber er ist eben nicht nur ein Mensch, sondern mit ihm kommt Gott selber. Alle Menschen haben gesündigt und haben eigentlich eine Umkehr, eine Buße nötig. Das wusste Johannes, deswegen hat er sie alle getauft. Nur ein Mensch braucht keine Taufe und das ist Jesus. Warum? Weil in Jesus Gott selber zu uns kommt. In Jesus kommt Gott auf die Erde und damit seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Klarheit. In Jesus ist kein Dunkel, ist kein Böse. Albert Einstein hat das so ausgedrückt, interessant, von Albert Einstein hört man unterschiedliche Dinge, aber das hat er gesagt und damit hatte er recht. Es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist in der Person von Jesus Christus. Und das ist tatsächlich so. Auch die größten Helden, die wir kennen, die vorbildhaftesten Menschen, haben irgendwo in ihrem Leben dunkle Flecken. Nur einer ist vollkommen rein, in ihm ist keine Dunkelheit, weil er Gott selber ist, hier auf dieser Erde, und das ist Jesus Christus. Und Johannes sieht das, weil er ein Prophet ist, weil er eine göttliche Sicht hat der Dinge. Und er sagt nun, ich müsste mich eigentlich von dir taufen lassen, aber warum kommst du zu mir? Johannes wehrt sich eigentlich dagegen. Er will gar nicht Jesus taufen. Er will alle Menschen taufen, aber Jesus will er nicht taufen, weil er das verstanden hat, dass dort Gott selber kommt. Und Jesus sagt aber etwas Interessantes. Er sagt in Vers 15, das müssen wir jetzt so tun, so erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Was bedeutet das? Es ist nicht so ganz leicht auszulegen. Jesus lebte ja im vollkommenen Willen des Vaters und er wusste, dass seine Taufe hier dran war, dass das notwendig war, dass das wichtig war für seine Mission. Es war der Wille Gottes, dass Jesus, obwohl er vollkommen ohne Schuld war, obwohl er vollkommen rein war, doch sich wie ein gewöhnlicher Mensch hat taufen lassen. Jesus solidarisiert sich dort mit der Menschheit, mit den Menschen. In 2. Korinther 5, 21 steht ja, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, also der niemals etwas Böses getan hatte, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hatte keine Taufe notwendig, aber gerade darin, dass er sich mit den Menschen solidarisiert und sich taufen lässt, erfüllt er den Willen Gottes. Und er sagt damit, ich bin auf eurer Seite, ich bin für euch, ich bin mit euch, ich bin mit dabei in all dem Elend eures Lebens. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in der Schule im Schwimmunterricht war. Wir hatten in unserer Schule eine eigene Schwimmhalle mit einem eigenen Bademeister, der uns das Schwimmen beibringen sollte und nachher auch alles andere noch, was dazugehört. Und ich weiß, das war so ein älterer Herr kurz vor der Pension. Und der erzählte uns zwar immer, wie wir zu schwimmen hatten, aber er selber war nie im Wasser. Also ich habe ihn nie baden sehen sozusagen da. Sondern er saß immer auf einem gemütlichen Stuhl und zählte immer sehr viel und gab uns nachher die Noten. Irgendwie war das komisch, dass der Bademeister selber nie baden ging. Später war ich mit dabei, als unsere Kinder schwimmen lernen sollten. Und da war das ganz anders. Ich erinnere mich daran, unser Sohn, der hatte einen Bademeister, der erzählte nicht nur, wie man badet oder wie man schwimmt, sondern der war mit im Wasser. Der ging mit den Kindern ins Wasser. Der machte sich nass. Und ich dachte so, vielleicht ist das ein gutes Bild, um zu verstehen, was es mit Jesus auf sich hat. Jesus wurde wirklich ein Mensch. Er ging mit ins Wasser und zeigt damit, ich bin bei euch, ich bin euch ganz nah, ich bin einer von euch. So ist die Taufe von Jesus zu verstehen. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Die Taufe, die hier beschrieben wird, ist ja eine Taufe der Buße. Also Leute sagen damit, ich will mein Leben ändern. Das ist ja erstmal was total Schönes, oder? Wenn ein Mensch sagt, ich will es anders machen. Ich will es besser machen. Was ich bis jetzt gemacht habe, war nicht so gut. Aber kann man sein Leben wirklich ändern?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man sein Leben wirklich ändern kann. Wir versuchen das ja manchmal mit eiserner Disziplin, wir konzentrieren uns, wir versuchen unsere Gefühle, unser Verhalten irgendwie zu steuern und zu kontrollieren. Und manchmal haben wir auch wirklich kleine Erfolge damit. Ich kenne das auch. Und wenn man dann so merkt, wow, das war ja gar nicht so schlecht, da habe ich es ja mal besser hinbekommen, dann werden wir ja schon so ein klein bisschen stolz, oder? Darauf, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Aber meistens dauert es nicht lange und dann merken wir, dass wir an dieser Stelle oder an einer anderen Stelle wieder total versagen und das Gegenteil tun von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und das frustriert uns manchmal zutiefst. Wir können uns, glaube ich, als Menschen im Kern nicht ändern. Jedenfalls nicht mit unserer eigenen Kraft und mit unserem eigenen Willen. Und das wusste auch Johannes der Täufer. Er taufte diese Leute, die zu ihm kamen und sagten, wir wollen unser Leben ändern. Aber er tat das eigentlich schon im Hinblick auf eine andere Sache, die später kommen sollte und die eigentlich in der Lage war, ihn wirklich zu ändern. Die Menschen wirklich zu ändern. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, sagt er. Und er sagt damit, so eine Wassertaufe ist zwar eine gute Sache, aber eigentlich braucht ihr mehr. Ihr braucht eine Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, mit der Kraft Gottes. Und das ist auch in unserem Leben so unendlich wichtig. Wassertaufe ist wichtig, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir zu Christus gehören und ein Leben mit ihm begonnen haben. Aber die Bibel macht immer wieder deutlich, dass ein Mensch, der nun sich auf Jesus einlässt, der mit ihm unterwegs ist, der ihn Herr seines Lebens sein lässt, etwas ganz Wunderbares erfährt in seinem Leben, nämlich, dass der Geist Gottes selber in sein Leben hineinkommt. Und dass er nicht mehr alleine ist, sondern dass Gottes Kraft auf einmal da ist in seinem Leben. Und deswegen, lass uns einmal kurz nochmal drüber nachdenken, was dieser Geist Gottes in uns bewirkt. Was bedeutet das, dass Gott in uns wohnt, dass wir nicht nur mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist getauft sind? Das eine ist, der Heilige Geist sagt uns immer wieder, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Als ich ein kleiner Junge war, ich weiß nicht, wie alt ich war, ob ich schon zur Schule ging oder nicht, da hatte ich das Gefühl, ich sei nicht das richtige Kind meiner Eltern. Ich sei nur adoptiert. Und ehrlich, es war so, ich sah auch überall Anzeichen dafür. Meine Schwester, ja, das sei ein leibliches Kind, aber ich nicht. Auf den Fotos war sie immer im Vordergrund und ich immer im Hintergrund. Das war doch ein Zeichen, oder? Und haben meine Eltern meine Schwester nicht viel lieber und behandelten sie nicht viel besser als mich? Ich sah überall Zeichen dafür und war total irritiert. Und meine Mutter bekam das mit, die war sehr feinfühlig und sagte, Markus, was ist denn los? Du bist so traurig in letzter Zeit. Und ich sag, du Mama, ich bin, glaube ich, gar nicht euer richtiges Kind. Und dann weiß ich noch, was sie tat. Sie nahm mich auf den Schoß, nahm das Fotoalbum, herzte mich erstmal und dann sagte sie, guck mal hier, da bin ich doch mit dir schwanger. Du bist wirklich unser Kind. Das hat mich damals getröstet. Inzwischen habe ich da keine Zweifel mehr, dass das so ist. Aber wisst ihr, es ist ja ein Bild dafür, wie uns manchmal im Leben mit Jesus geht, oder? Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, oh, stimmt das eigentlich mit Gott und mir? Gehöre ich wirklich dazu? Ist das alles, habe ich alles richtig gemacht? Oder manchmal sind es ja auch die Umstände, wenn wir Leid in unserem Leben erleben. Ist Gott wirklich auf meiner Seite? Ist er wirklich für mich? Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist es wie die Mutter, ich möchte es mal so beschreiben, die mich da auf den Schoß genommen hat und gesagt, doch, du gehörst wirklich zu uns. Und Gott spricht es uns zu durch den Heiligen Geist. Ja, doch, du gehörst zu uns. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Das Zweite, was mir aufgefallen ist bei dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in unserem Leben kommt, dann befreit er uns von Angst. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oh, das ist eines meiner Lieblingsverse in der Bibel.
Bist du ein ängstlicher Mensch? Ich bin ein ängstlicher Mensch. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen. Doch, ich bin ein ängstlicher Mensch. Manchmal beobachte ich andere und stelle das und denke immer so, wenn ich die so sehe, oh, die haben so viel Selbstbewusstsein, die haben so viel Power, die fürchten sich eigentlich vor nichts. Das ist so manchmal was, was ich so wahrnehme und ich denke, ach, so würde ich auch gerne sein. Und dann erlebe ich es doch immer wieder, dass Menschen auch diese selbstbewussten Ängste haben. Das kann man manchmal nur so erahnen oder sehen. Wir haben vor unterschiedlichen Dingen Angst. Und ich erinnere mich daran, dass ich schon Geschäftsleute, gestandene Geschäftsleute, die unheimlich viele Millionen bewegten und Verantwortung für viele, viele Menschen hatten, in meinem Büro hatten und die heulten wie Schlosshunde, weil sie Angst hatten. Sowas gibt es. Ich glaube, wir alle kennen die Angst in unserem Leben, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Wo liegt deine Angst? Denk einmal darüber nach. Wenn Gottes Geist in unser Leben kommt und uns ermutigt, dann macht er uns nicht zu verantwortungslosen, übermütigen Leichtgewichten, sondern hier steht ja, es ist ja gekennzeichnet, was Gottes Geist tut in unserem Leben. Er gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. So wirkt der Geist Gottes in uns. Gottes Geist in uns. Vor wem oder was fürchtest du dich? Was ist es, was in der nächsten Woche auf dich zukommt? Gott hat dich beschenkt mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das Dritte, Gottes Geist verändert unseren Charakter. Mit den Worten der Bibel gesprochen, unser Herz. Ich sagte es ja vorhin schon, wir Menschen können uns eigentlich nicht selber verändern. Wir können uns zwar bemühen, anders zu leben, aber wir können uns im Kern nicht verändern. Aber Gottes Geist, wenn er in uns wohnt, dann gibt er uns die Kraft, uns von innen her zu verändern. Oder er tut es selber, wenn wir uns ihm aussetzen. Paulus schreibt, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Über jedes Stichwort könnte ich eine eigene Predigt halten. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihn wirken lassen, wenn wir uns auf ihn einstellen, wenn wir ihn immer wieder auch unsere Bedürftigkeit nennen, dann wird er uns Stück für Stück wirklich die Kraft zur Veränderung geben, uns selber innerlich verändern. Und das ist ja wunderbar, Epheser 5, Vers 18 steht, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich sagte vorhin, wenn ein Mensch anfängt, Jesus nachzufolgen, dann kommt der Heilige Geist in sein Leben. Aber es ist nicht so, dass man sagt, naja, habe ich und weiter, sondern es geht darum, dass dieser Geist, der in unserem Leben ist, hier immer mehr Kraft hat, sich immer weiter entfaltet. Und deswegen diese Aufforderung, gebt dem Heiligen Geist in eurem Leben Raum. Sprecht es aus, sagt es ganz bewusst, Herr, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht den Mut, ich habe nicht die Selbstbeherrschung, ich habe nicht die Liebe, aber du bist es doch. So kommen wir immer wieder als Bedürftige, sagen, Herr, wir brauchen deinen Geist in unserem Leben, bitte verändere du uns. Und das vierte und letzte, der Heilige Geist macht dich fähig zu dienen. Das ist ein total wichtiger Aspekt, der häufig nicht beachtet wird. Wir sind ja sehr individualistisch geprägt als Menschen der westlichen Welt und wir denken Glauben auch so. Wir denken auch Glauben, ja, Glaube ist das, was mir irgendwie hilft, was mir gut tut, was mich beruhigt, was in der Lage ist, vielleicht das Potenzial in mir zu entwecken, aber wir denken dann immer nur um uns. Und es ist nicht so, sondern wenn wir zu Jesus gehören, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann macht er uns fähig, und das zu tun, wozu Gott uns beauftragt hat. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den ich euch heute noch einmal zusprechen möchte. Gott hat etwas mit euch vor. 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Du denkst auch, ich kann so wenig, ich habe so wenig Zeit, ich bin so beschäftigt. Nein, wenn du zu Jesus gehörst und der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du ein reicher Mensch.
Du bist beschenkt mit Gnade und Liebe. Gott hat dich mit Fähigkeiten beschenkt. Er hat dich mit Kraft beschenkt. Und es ist ganz wichtig, dass du die nächste Woche nicht nur an dich denkst, sondern an das, was Gott mit dir vorhat. Wo er dich gebrauchen will, wo du ihm dienen sollst und wo du ein Segen sein sollst für die Menschen in deiner Umwelt. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass wir Jesus haben. Jesus, du bist ins Wasser gegangen, du hast dich taufen lassen und damit hast du gezeigt, dass du ganz auf unserer Seite bist, dass du der Immanuel bist, der Gott mit uns. Dass du keinen Abstand wählst, sondern dass du in allem Elend mit dabei bist. Und dass du uns nicht nur dort tröstest, sondern dass du uns befreist und uns ein neues Leben gibst. Und dass wir mit dir verbunden sein dürfen durch deinen Heiligen Geist, der in uns wirkt und uns das neue Leben schenkt. Und Vater, wir sagen es dir gemeinsam heute Morgen, wir brauchen dich mehr als alles andere. Und wir bitten dich darum, dass du uns erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes für diese Woche. Du bist da. Amen.